Passen Sie auf, irgendwann als türkischer Schauspieler stehen Sie vor einem Dilemma. Da müssen Sie immer türkische Rollen spielen, ja? Zuhälter, Dealer, Autoverchecker. Ey, Kollege, Scheißendreck. Und ich bin so weit gegangen, ich habe mich prostituiert, ich habe alles gespielt. Meine geilste Rolle war in der Lindenstraße. Da habe ich für jedes Wort 800 Mark bekommen. Kollege, nichts verstehen. ja, und irgendwann habe ich gesagt, es reicht. Ich will auch mal was Deutsches. Da ist mir eingefallen, da gibt es auch noch den Hitler. Der Hitler hat doch ein Buch geschrieben. Hitler. Ah! Bei Hitler erschrecken sich die Leute. Hitler war hier allgegenwärtig die ganzen zwei Tage. Aber nur bei mir sind sie richtig, wenn sie Hitler wollen. Hitler, Im- und Export. Ja? Ich kenne den in- und auswendig. Mein Kampf habe ich gelesen. 12 Mal, bis die Kotze gekommen ist. Aber die ist schon ziemlich schnell gekommen, ehrlich gesagt. Ja? Hitler. Naja, kennen Sie Hitler? Der hat ein Buch geschrieben, geschrien. In Landsberg am Lech. Rudolf Hess in die Schreibmaschine gebrüllt. Ja? Ohne Punkt und Komma. Heute denken viele, geiles Buch, hat aber niemand gelesen. Ja? Wenn Sie wirklich mal Mein Kampf lesen, der erste Satz zum Beispiel ist schon super, schweinegeil. Als glückliche Bestimmung des Schicksals gilt es mir heute, dass mir zum Geburtsort gerade Braunau am Inn zugewiesen wurde. Ja? Man könnte es einfacher sagen, ich wurde in Braunau am Inn geboren. Aber das ist so Hitler-typisch, der braucht immer unheimlich lang, seitenlang, bis er einen Satz zustande bringt. Zum Schluss wird es dann noch spannender, da kommen Tierbeispiele noch dazu. Ja, das sagt der Hitler in Kapitel 11, 2. Band, Volk und Rasse. Scheiße, bin ich schneller hier. Haben Sie das arrangiert? Nazi-Bande? Sie sind doch Nazis. Bisschen Gott spielen. Haben Sie schon Ihr Hakenkreuz gemacht? Von so einer Schwachmaten-Jury auch noch beflügelt. Glaubt Sie, ist irgendeiner, weil er einen Preis will? Kohle, Ruhm? Aber nicht ein Preis. Doch, die 4.000 Euro finde ich ehrlich gesagt korrekt. Übrigens, wenn Sie nicht für mich stimmen, sind Sie automatisch ein Nazi. Ja. Ja. 2. Band, 11. Kapitel, Volk und Rasse. Schneiden Sie sich an, geiles Kapitel. Es liegen die Eier des Kolumbus zu Hunderttausenden auf der Erde herum. Nur die Kolumbusse sind eben seltener zu treffen. Viele sind überrascht, wenn man den vormacht, wie der Hitler gesprochen hat. Ich mache Ihnen das mal vor. Der hat wirklich ganz komisch gesprochen, fast asozial, finde ich. Ja? Dieser scheiß Mikro, du gehst mir am Sack. Wenn ich den Pantheon-Scheiß hier verliere wegen einem Mikroständer. Bisschen aggressiv sein. Ja? Aggression, haben Sie schon Angst? Wir haben ein ganz käsiges, rotes Gesicht. Da! Zweiter in der unteren Reihe! Los! Los da! Käse fressen, 2 Stück, unterzeichnen. Konsumkacker hier. Der Hitler hat so gesprochen. Pass auf. Zuvor USPD und dann KPD und dann Syndikalist und morgen Demokrat und morgen Deutsche Volkspartei. Die verwenden uns mit ihrer eigenen Welt! Ja, jetzt wollen Sie wieder die Musik von eben, ne? So hat er auch gemacht. Sie verwechseln uns mit ihrer eigenen Welt! Wir haben uns so einzig gewählt! Und wir verwechseln fanatisch und rückgekommen in den Grab hinein! Versteht man nichts. Dafür ist es ja auch angelegt. Ja? Seitenweise Rumschreierei. Dann hat der Hitler noch andere Sachen gesagt. Man kann so Stichworte zuschmeißen. Zum Beispiel Pantheon. Sagen Sie, ja! Das Pantheon der Geschichte ist nicht für Schleicher da, sondern für Helden. Ist das geil, ja? Dass der Hitler das Pantheon kannte. Ja? Wissen Sie, irgendwann hat man eine Klatsche. Ja, da träumt man nachts, man ist Hitler. Ich bin nachts aufgestanden. Ey, jede Bäckerei. Was ist los? Hab Hunger. Hat doch den Mund. Doch! Hat doch
den Mund. Das können Sie überall machen. Ja, Hitler zitieren ist mein Lieblingsspiel geworden. Auf irgendwelchen Straßen. Ich sag einfach spontan Hitler. Zum Beispiel in der Bahn. Da fahre ich und warte, bis mir das so kommt, ja? Bis sich das so ballt und knubbelt und... Und irgendwann... Hitler. Und dann... Der hat Hitler gesagt. Der hat Hitler gesagt. Ich sag's auch bei der Auskunft. Tag, ich hätte gerne eine Nummer. Wer? Hitler. Wie heißt der Teilnehmer mit Vornamen? Na komm, das weißt du doch. Ich habe zum Beispiel mal bei der SPD gelesen. Ja, da saßen der Thierse und so, die saßen da alle in der ersten Reihe. Und da kam die Stimme, hat gesagt, los, jetzt sag was, sag was, sag was. Ich sag, nein, doch, 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 nein. Komm, sag was ganz Schlimmes. Hab ich gesagt, na? Habt ihr euch alle schick gemacht für den Hitler? Bei der SPD, bei so einem Multikulti-Alibi-Kanacken-Einlad-Festival gegen rechts, ja? Der Anstandskanacke sollte Wau-Wau machen und sitzt Hitler. Ich sag, na? Habt ihr euch alle schick gemacht für den Adolf? Höschen gleich ausgezogen. War nicht sauer. Und wissen Sie, wo ich zum Schluss gelandet bin? Beim Kindertheater. Ja. Ich will auch weiter Kindertheater machen. Ich habe Hotzenplotz gespielt, morgens vor Debilen. Ja? Die kamen dann dahin, die Kevins, Wichser, haben die schon wieder gesagt. Sag, ich kenne das doch irgendwo her. Wissen Sie, ich lass mich doch von so einem kleinen Arschloch nicht malträtieren. Ich war jahrelang Hitler. Ja, da saß der da in der ersten Reihe, hat Widerstand geleistet. Hab ich gesagt, halt die Fresse, du Arschloch. Und alle so, hier gehen wir nie mehr wieder hin. Und ich, scheiße, ich dreh durch, bin in den Supermarkt, hab was gekauft, Quark, Käse, was Hotzenplotz so kauft. Ja. Und an der Kasse höre ich so eine Stimme, sagt, Mama, guck mal, da ist der Hotzenplotz. Ich sag, du schon wieder, du Sau. Und alle, der ganze Supermarkt, wie leer gefegt. Und da stand ich allein und hatte meine größte Vorstellung, hab Hitler und Goebbels zitiert und danach Riesenapplaus bekommen.